auch bissige Dinger drauf, der Zweier. SB2, Großteil hartes Eis ohne Schnee. Also echt als Eis, wenig Spur oder wenig Asphalt. Was machen also wir da? Kommst du kaum durch. Slicks, Spikes, der undankbare und verantwortungsvolle Job des Eisspions, der jede Sonderprüfung möglichst spät abfährt, um zu berichten. Zu rechts voll. 100 über Kugel links minus. Zu mittelrechts plus lang. Zu 100 am Schild kehre links. Achtung, Achtung. 30 mittelrechts. Zu links. Ja, und was der eine Herr erzählt und worauf der andere so blind vertrauen kann, sieht für den Zuschauer, der sich nach langem Fußmarsch ein besonders schönes Eck herausgesucht hat, so aus. Sicht, was in dieser Art geht es dann gleich weiter in der ersten Nacht, 6 Sonderprüfungen lang bis nach Monte Carlo. Die Sonne tut auf jeden Fall gut nach so einer Nacht. Denn sowohl die Autos als auch die Alleens und Nicolas sehen schon etwas blass aus, wenn sie hier nach und nach am Montagmorgen im neuen Hafen von Monte Carlo einlaufen. Doch bevor man sich etwas Ruhe gönnt, schießen noch jedem Einzelnen eine Menge Dinge durch den Kopf. Das Auto muss gecheckt werden, was soll man vorsichtshalber mal auswechseln, mit welchem Reifen geht es am nächsten Abend weiter, ja, und wie sieht es im Klassement aus? Rallye-Europameister Zanini als sachkundiger Zuschauer weiß Auskunft zu geben. Se regarda. El trajem ja tanqui la riba la Santa Catra per guacha. In der 50. Audi 14 3 et toi 15 5. C'est bon pour les sport 16 demi 17 16 17. Sekunden. Jetzt wissen wir es also, der Audi Quattro liegt bei seinem ersten Einsatz gleich vorne vor einem 8 Jahre alten privaten Porsche. Wir wissen allerdings nicht, was Björn Waldegard dazu gesagt hat, da versteht man die folgende Sprache schon besser. Mama! Mama! Und während der führende Nicolas sich lächelnd wegschleicht, erzählt die schon erwähnte Dame Michelle Mouton von ihrem Pech. Ja, aber wenn sie schlau ist, ärgert sie sich nicht lange herum und schaut sich Monte Carlo mit den Augen einer Frau an. Jean-Luc Terrier mit dem Porsche. Gagnotti, Renault Turbo. Junki Kind, Opel Ascona 400. Bernard Anish, der alte Lancia Stratos, lebt immer noch. Marco Alain mit dem Fiat, dort jetzt unbestrittene Nummer 1. So sehen die Fahrer den Start. Jürgen Barth und Roland Kussmaul liegen mit dem Porsche 924 Turbo zu diesem Zeitpunkt trotz des Reifenpechs auf einem Platz um die 20. Hervorragend
für ein kleines Privat. Am Colli Turini, in eiskalter, finsterer Nacht, werden die Herren schon erwartet und gefeiert. Eigentlich jedem einmal das Vergnügen gönnen, da mit drin zu sitzen, denn so richtige Vorstellung davon, was das bedeutet, hat eigentlich niemand. Man kann es ja nur von außen ahnen. Jawohl, Jürgen, sehr schön. Morgen graut, sind bereits wieder 4 Sonderprüfungen abgehakt. Und auf der Sonderprüfung 12 am Col de Fayol bekommen die Zuschauer etwas ganz Besonderes geboten.